Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco con me. Oggi traduciamo insieme 35 frasi da italiano al tedesco. Cominciamo subito. Numero 1. Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? In tedesco. Dove wo treffen wir uns? Dove ci troviamo? Wo treffen, trovare, treffen, via uns. Wo treffen, via uns. Ok? Numero 2. Er aiuta il suo compagno. Er aiuta il suo compagno. Lui aiuta il suo compagno. Er aiutare, helfen. Ich helfe, du hilfst, er hilft wem seinem Freund. Er hilft wem hilft er hilft seinem Freund. Il dativo maschile seinem Freund. Se fosse una donna, una ragazza, diremmo er hilft seiner Freundin, dativo femminile er. Er hilft seiner Freundin und seinem Freund. Ok, numero 3. Questa sera mangiamo al ristorante. Questa sera mangiamo al ristorante. Ok. Das klingt gut. Allora, questa sera, heute Abend, mangiamo, essen, noi, wer, wo, al ristorante, dativo, das Restaurant. In dem Restaurant. Wo essen wir? Wir essen in dem oder im Restaurant. Heute Abend, wo essen wir heute Abend? Heute Abend essen wir in dem Restaurant. Oh, wo esst ihr heute Abend? Voi, dove mangiate? Wo esst ihr heute Abend? Heute Abend essen wir im Restaurant. 4. Chi risponde alla mia domanda? Chi risponde alla mia domanda? Chi? Wer risponde? Antwortet alla mia domanda auf meine Frage. Wer antwortet auf meine Frage? Wer antwortet auf meine Frage? Kannst du auf meine Frage antworten? Kannst du auf meine Frage antworten? Puoi rispondere alla mia domanda? Ja, ich kann auf deine Frage antworten. Dunque, wer antwortet auf meine Frage? Ich antworte auf deine Frage. Ich antworte auf deine Frage. Rispondo io. Numero 5. Quando parli con il direttore? Quando, wann parli, sprichst du con il direttore, mit der maschile indativo dem, mit dem direttore. Wann sprichst du mit dem Direktor. Wann sprichst du mit ihm? Wann sprichst du mit dem Chef? Wann sprichst du mit dem Direktor? Ich spreche morgen mit ihm. Ich spreche morgen mit ihm. Parlo domani o parlerò domani con lui. Ok? Cosa studia lui? Cosa studia lui?
Was studiert er? Questo è facile. Was? Cosa? Studia, studiert. Lui è. Was studiert er? Fa caldo, l'insegnante apre la finestra. Fa caldo, l'insegnante... L'insegnante apre la finestra. Allora, fa caldo. Es ist kalt. Fa caldo. Es ist kalt. L'insegnante, der Lehrer, apre, öffne, la finestra, das Fenster. Es ist kalt und der Lehrer öffne, oder die Lehrerin, öffnet. Entschuldigung. Es ist kalt, der Lehrer öffnet das Fenster. Ich öffne das Fenster, er öffnet das Fenster. Oder er macht das Fenster auf. Aufmachen oder öffnen. Usiamo per aprire. Aprire. Aufmachen oder öffnen. Warum öffnet der Lehrer das Fenster? Er öffnet das Fenster, weil es warm ist. Sempre faccio lo stesso sbaglio, sempre dico caldo, cold and cold in inglese, ma non è cold, è warm. Warm, freddo, cold, caldo, warm. Warum öffnet er das Fenster, wenn es kalt ist? Wenn es kalt ist, schließe ich das Fenster und wenn es warm ist, öffne ich das Fenster, naturalmente. Apro la finestra quando fa caldo e chiudo la finestra quando fa freddo. Ok, caldo e warm. Freddo e caldo. Lui prende in affitto un appartamento in centro. Prendere in affitto, mieten. In tedesco. Allora, er mietet eine Wohnung, un appartamento, dove? In centro, im Stadtzentrum. Er mietet eine Wohnung im Stadtzentrum. Er mietet eine Wohnung im Stadtzentrum. Una signora è seduta in ufficio. Una signora, eine Frau, è seduta, sitzt, in ufficio, wo, das Büro, dativo, im Büro. Eine Frau sitzt im Büro. Eine Frau sitzt im Büro. Quanti anni compi? Quanti anni compi? Wie alt wirst du? Wie alt wirst du? Lei porta solo vestiti firmati. Sie trägt nur Markenklamotten. Sie trägt nur Markenklamotten. Cosa succede ora? Cosa succede ora? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ho comprato il libro, ma non l'ho ancora letto. Ich habe das Buch gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ho comprato il libro, ich habe das Buch gekauft. Non l'ho ancora letto, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe das Buch gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Fino a che ora hai lavorato ieri sera? Bis wann hast du gestern Abend gearbeitet?
Bis wann hast du gestern Abend gearbeitet? Fino a che ora, bis wann hai lavorato, hast du gearbeitet, ieri sera, gestern Abend? Lui si è ammalato ed è rimasto a casa. Er ist krank geworden und zu Hause geblieben. Er ist krank geworden, si è ammalato, è rimasto a casa, er ist zu Hause geblieben. Er ist zu Hause geblieben. Il medico è venuto e lo ha visitato. Der Arzt ist gekommen und er hat ihn besucht. Der Arzt ist gekommen und er hat ihn besucht. Oder der Arzt ist gekommen, um ihn zu besuchen. Anche meglio. Warum ist der Arzt gekommen, um ihn zu besuchen? Um ihn zu besuchen. Okay. Perché non mi hai aiutato? Warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du mir nicht geholfen? Warum hast du mir nicht geholfen? Dove hai conosciuto Anna? Wo hast du Anna kennengelernt? Wo hast du Anna kennengelernt? Wo hast du Anna kennengelernt? Ci siamo incontrati al caffè. Al caffè. Wir haben uns im Café kennengelernt. Wir haben uns im Café kennengelernt. Wir haben uns im Café kennengelernt. Non ho capito cosa hai detto. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich habe nicht verstanden, non ho capito, cosa hai detto, was du gesagt hast. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Li hai restituito i soldi? Hast du ihm das Geld zurückgegeben? Hast du ihm Li das Geld zurückgegeben? Hast du ihm das Geld zurückgegeben? Cosa fai a scuola? Was machst du in der Schule? Was machst du in der Schule? Was machst du in der Schule? Fino a che ora dormi alla domenica? La domenica? Bis wann schläfst du am Sonntag? Bis wann schläfst du am Sonntag? Bis wann schläfst du am Sonntag? Quando fai la festa di compleanno? Wann hast du dein Geburtstag? Tag. Party. Wann hast du dein Geburtstagsparty? Geburtstagsparty. Wann hast du dein Geburtstagsparty? Prendi qualcosa? No, grazie, non prendo niente. Nimmst du etwas? Nein, danke. Ich nehme nichts. Nimmst du etwas? Nein, danke. Ich nehme nichts.
Per quella ragazza, sì, la vedo. Siehst du dieses Mädchen? Ja, ich sehe es. Siehst du dieses Mädchen? Das Mädchen da? Ja, ich sehe es. Siehst du das Mädchen da? Ja, ich sehe es. Chi non è venuto alla conferenza? Wer ist nicht zur Konferenz gekommen? Wer ist zur Konferenz nicht gekommen? Wer ist zur Konferenz nicht gekommen? Giochi con noi? Spielst du mit uns? Spielst du mit uns? Ho dimenticato di fare i compiti. Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Sono andato al cinema, ma il film non mi è piaciuto. Ich bin ins Kino gegangen, aber der Film hat mir nicht gefallen. Ich bin ins Kino gegangen, aber der Film hat mir nicht gefallen. Ich bin ins Kino gegangen, aber der Film hat mir nicht gefallen. Dove hai trovato questo cellulare? Wo hast du dieses Handy gefunden? Wo hast du dieses Handy gefunden? Wo hast du dieses Handy gefunden? Perché non l'hai chiamato? Purtroppo non ho avuto tempo. Warum hast du ihn nicht angerufen? Leider hatte ich keine Zeit. Warum hast du ihn nicht angerufen? Leider hatte ich keine Zeit. Warum hast du ihn nicht angerufen? Leider hatte ich keine Zeit. Sono salito sul treno e mi sono seduto. Ich bin in den Zug eingestiegen. Ich bin in den Zug eingestiegen und habe mich gesetzt. Ich bin in den Zug eingestiegen und ich habe mich gesetzt. Ich bin in den Zug eingestiegen und ich habe mich gesetzt. Dopo l'ora di ginnastica ho bevuto una bottiglia di acqua. Nach einer Stunde, zum Beispiel im Fitnessstudio, habe ich eine Flasche Wasser getrunken. Nach einer Stunde im Fitnessstudio habe ich eine Flasche Wasser getrunken. Einer Stunde im Fitnessstudio habe ich eine Flasche Wasser getrunken. Abbiamo giocato, ma purtroppo abbiamo perso. Wir haben gespielt, aber leider haben wir verloren. Wir haben gespielt, aber leider haben wir verloren. Haben wir das Spiel verloren? Wir haben gespielt, aber leider haben wir das Spiel verloren. Und das ist alles für heute. Tschüss.